Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Heute am Arsch der Welt, besser kann ich nicht ausdrücken, in einer Gegend, wo ich wirklich so gut wie nie bin, heute in Lichtenrade, bei Goiz Burger, wahrscheinlich benannt nach der Straße, Goizstraße. Und ja, der Laden wurde auch oft in den Kommentaren geschrieben mal, check den ab. Und zufälligerweise hat sich der Chef auch gemeldet und dann dachten wir uns, checken wir den mal ab. Ja, Burgerladen. Ich bin gespannt. Mittlerweile haben wir wirklich so viel Burger getestet. Und ja, wichtig ist mir halt bei den Chicken-Sachen halt immer keine TK-Ware. Ist immer was Besonderes. Und bei den Burgern, ja, weniger ist manchmal mehr. Für mich auf jeden Fall. Also ich brauche keinen Salat, wie ihr schon wisst. Und falls ihr uns verfolgt von Anfang an, dann wisst ihr das. Bei mir Käse, geschmorte Zwiebeln und ich bin zufrieden. Und natürlich eine gute Fleischqualität. Lasst uns reingehen, den Laden abchecken. Auf geht's. Dann kicken wir mal. Fabi, hast du Bock? Du machst einen Eindruck auf jeden Fall, so alles. Sauberen Eindruck. Aber wichtig ist natürlich der Geschmack. Ich würde sagen, wir setzen uns hin und gucken in Ruhe mal auf die Karte. Ja, die Karte im Prinzip ganz normal. Burger, Hot Dogs, Fingerfood. Halt, wie es so üblich ist in einem Burgerladen. Mir ist aber halt wichtig, der Geschmack. Und ist jetzt auch überschaubar, die Karte. Ich glaube, wir nehmen wie immer wahr, klassisch Cheeseburger. Dann Chicken Burger. Chili Chicken Burger, karamellisierte Zwiebeln, Bacon, Ei, Käse. Ja, wir kicken. Cheeseburger 6,50 ist jetzt, kann man nicht meckern. Chicken Burger 5,50 sogar nur. Also die Preise sind sehr human. Ja, ich würde sagen, wir bestellen einfach mal. Machst du mir bitte einen Cheeseburger? Einmal Cheeseburger als Menü oder einzeln? Einzeln. Okay. Karamellisierten Zwiebeln. Okay. Dann machst du mir ein Gorgonzola Burger. Gorgonzola Burger. Dann ein Chili Chicken Burger. Chili Chicken Burger. Ein Polish Dog. Und bei Fingerfood machst du mir. Die Zwiebelringe, sind die selbst gemacht? Nee. Okay. Dann einmal Pepper, Cream Cheese, Zwiebelringe. Und einmal noch. Eine scharfe Soße, was habt ihr? Wir haben Toppings. Chili-Soße, ist sie hausgemacht? Chili-Soße ist hausgemacht. Welche ist das von denen? Barbecue. Chili-Soße. Chili-Soße ist da. Barbecue schmeckt sehr, sehr gut. Das ist unser Favorit. Okay. Wir haben Curry-Soße, süß-sauer und sauer. Dann machen wir mit Chili und Barbecue. Ja. Haben wir ein paar bestellt. Eigentlich habe ich eine gute Auswahl getroffen, um den Laden zu testen. So, zu allen, die schreiben, ich höre schon seit ich drehe Kommentare, manche schreiben mir sogar privat, ey, Coca-Cola Zero, ungesund. Bitte erst erkundigen, bevor ihr mir so eine Äußerung schreibt. Natürlich, Aspartam ist nicht gut, aber es ist wie mit Cannabis. Du stirbst von Cannabis nicht, du musst Tonnen rauchen, um davon zu sterben. Genauso ist es mit Aspartam. Du müsstest, weiß ich, wie viel Liter trinken, damit du stirbst am Tag. Und ja, in so einer geringen Menge ist Aspartam nicht schädlich oder tödlich oder was auch immer. Nur für die, die es nicht wissen. Die denken, Aspartam ist giftig und gefährlich. In bestimmten Mengen ja. Aber das erkundigt euch mal, wie viel ihr davon trinken müsst, dass es schädlich sein wird. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Smashburger. Ach so, genau. Smashburger. Und machst du mir bitte noch einen Smashburger? Einen Smashburger. Okay. Aber was macht ihr drauf auf den Smashburger? Das normal wieder gemacht wird. Ketchup, Senf, Zwiebeln, Gurke. Karamellisierte Zwiebeln? Wenn du möchtest, mach ich dir auch noch. Ja, bitte. Ja, okay. Aber kein Salat oder so? Nein. Okay. Okay, dann noch den dazu. Ja, den haben wir ja ganz vergessen, den Smashburger. Wir haben das Favorite vergessen. Das stimmt. Wie konnte ich nur? Das Wichtigste der Burger. Der wichtigste Burger. Ja, alle Burgerläden, bitte hört auf mit dieser TK-Ware. Hört auf damit. Der von Bones bin ich gespannt. Den müssen wir auch aber abchecken. Und
Bones hat einen und Azad. Azad hat auch einen Laden eröffnet. Boss Burger oder irgendwie so? Keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall mal abchecken, oder? Hamburg müssen wir auch mal wieder dann, nur wegen Bones. Aber ich habe gehört, ein geiles, geilen Fischburger. Bones? Ja. Bones hat einen geilen Fischburger und den würde ich echt mal gerne probieren. Aber ich weiß ja noch, in Hamburg haben wir geile Fischbrötchen gegessen. Ja, du ja. Ja, ich. Ach, du isst ja kein Fisch. Ich habe alles bestellt, aber einzige... Wo, ich will mal den Mexican. Mexican? Hast du auch mit Mexican, ja? Ja. Ist hier der Renner anscheinend. Dann machen wir noch einen Mexican. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Reisen. Ja, bald. Wie gesagt, jetzt nur Ramadan. Ramadan ist halt wieder so, ja, einen Monat lang zu bestimmten Zeiten drehen, zu Iftar natürlich, und dann können wir wieder Gas geben. Ansonsten, Leute, ganz wichtig, ein Klick unten auf Kanal abonnieren ist ein kleiner Schritt, aber ein großer Gefallen für uns. Wir haben immer noch 60% der Zuschauer, die den Kanal nicht abonniert haben. Ja, aber ein Gruß an unsere 31.000 Leute aus der Community. Ich küsse eure Herzen. 31.000 Gönner. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Burger. Da sind schon ein paar Burger, was hab ich? Was haben wir denn hier? Der Mexican, der Chili Chicken. Was haben wir hier? Cheeseburger. Gorgonzola. Genau, mit dem fangen wir an. Der wird alleine serviert. Curly Fries. Meine Kinder lieben Curly Fries, wenn ich mit dem Burger esse, die wollen immer Curly Fries. Die Zwiebelringe sehen jetzt auch eigentlich nicht aus wie die Standarddinger. Aber mit der, probiere ich mal mit der besonderen Barbecue-Soße, die er gesagt hat. Die Barbecue-Soße ist geil. Guck mal, die ist auch nicht so... Die ist ein bisschen dicker. Oh, komm rein. Smashburger. Mhm. Sogar ein Double. Direkt. Die Restaromen ballern. So wie es beim Smashburger sein muss. Schön mit karamellisierten Zwiebeln. Der gefällt mir sogar richtig gut. Das Gute bei dem Smashburger ist auch, obwohl der jetzt doppelt ist, kommt der nicht so. Manchmal habe ich doppelt und dann denke ich mir, oh nee, lieber ein Patty, aber bei dem ist genau perfekt. Mhm. Bombe. Mexican, würde ich mal sagen. Das ist halt der mit Salsa. Hier schön gebratene Paprika. Salsa. Bun haben die auch gut ausgesucht. Leicht. Luftig. Nicht zu schwer im Magen. Das war ja die Empfehlung. Rucola ist auch hier drauf. Hat auch seine eigene Note. Durch die gebratene Paprika. Auch top. Vor allem das Smashburger hat mich jetzt wirklich... Also ich würde den auch direkt zu den oberen zählen. Also geschmacklich direkt krass. So, hier ist der Gorgonzola Burger. Mit ordentlich Gorgonzola. Man muss schon Gorgonzola mögen, weil das ist warm, direkt ballert. Also bis jetzt, jeder Burger hatte seinen eigenen Flair. Das ist nämlich auch sehr gut umgesetzt, die Burger. Welchen essen Sie?
Welcher Burger ist das? So, hier ist der Classic Cheeseburger. Normal mit Käse, Zwiebeln, Tomaten. Und Salat, ja, darf nicht fehlen. Der ist gut, aber mir persönlich, weil ich die anderen schon gegessen habe, zu langweilig. Ich fand die Mexican, da hattest du diese geilen Paprika. Bei dem Smash hast du den geilen Röstaromen und den Käsegeschmack mit den karamellierten Zwiebeln. Hier ist halt nur Salat, Patty, Käse, Ketchup. Der ist gut, aber ich bin ein bisschen zu lang, für mich persönlich ein bisschen zu langweilig. Also da hat es schon da bessere Auswahl. Hab besser gesagt ein paar andere Favoriten jetzt hier. Vor allem der Smashburger, top. Der Mexican war auch top. Der Gorgonzola, ich liebe ja Gorgonzola, hat direkt geballert. Und jetzt haben wir den Chicken Burger mit dem TK Patty. Soll ich das Messer nehmen? Schön mit Chili Cheese Soße. Mal gucken, wie der schmeckt. Jalapenos, Käsesoße und halt der Crispy. Das ist auch okay. Mhm. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Aber meine Top-Favoriten liegen auch hier auf meinem Blech. Wie gesagt, der Smashburger, der Mexican und der Gorgonzola. Die haben mich richtig abgeholt. Und selbst die Zwiebelringe sind nicht die Standard. Obwohl er gesagt hat, das ist TK-Ware, sind die gut. Mhm. Er hat uns so viel Soßen hingeklatscht, ich bin bei der Barbecue hängen geblieben. Dann machen wir mal hier. Kennt ihr eigentlich hier, ja? Da müsste eigentlich jetzt drin sein Jalapeno und Frischkäse. Nee, rote Paprika. Mhm. Geil. Dann haben wir noch den Hotdog. Schön mit karamellisierten Zwiebeln. Hotdog auch nice, kann man nicht meckern. Im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden. Vor allem das Smashburger. Also da ich wirklich alle probiert habe, kann ich safe sagen, der schwimmt oben mit 100%. Hat mich auch ein bisschen an Goldies erinnert, muss ich im Ernst nehmen. Der Smashburger. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Mozzarella Sticks hatten wir nicht. Mozzarella Sticks. Mir haben diese Chili Poppers, die Frischkäse-Dinger gefallen, Zwiebelringe. Pommes auch, Standard, gut. Curly Fries. Aber mir ging es halt wirklich hauptsächlich um die Burger und die waren sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Fangen wir mal mit dem Smash Burger. Wo ist der denn? Ja, das ist er. Wo ist der? Das ist er. Sehr luftiger Bann. Mach mal die Tüte runter, dann ist es gut. Also so einen luftigen Bann habe ich lange nicht gegessen, muss ich sagen. Dann kommen bei dir auch gleich die Röstaromen ballern. Ja. Ist sogar vielleicht ein Touch zu viel, das also ist schon doll. Echt? Ist schon außen kross, innen saftig. Ist schon sehr doll, aber knallt auf jeden Fall. Mich wundert, die haben den Bann diesmal in das Eigenfett vom Fleisch gelegt. Das ist schon besonders, muss man sagen. Ich würde schon sagen, auch Lilly und Goldies Niveau, also Platz 3. Dieser Bann macht auch sehr viel aus bei den Dingen. Bann, Fleisch, Käse. Das Fleisch ist auch krass. Die Würzung vom Fleisch ist auch sehr intensiv. Schön salzig auch. Man hat so ein Salzer-Feeling irgendwie, ne? Und selbst hier, obwohl es kein Smashburger ist, ist es trotzdem kross gebrannt. Und innen drin ist saftig. Bin ich mal gespannt. Weil du sagst, der Gorgonzola ist sehr intensiv. Ja, muss man mögen, ich liebe es. Ja. Ist mir der Gorgonzola zu intensiv, muss ich sagen. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Das ist gar nicht meine Sache. Chili Chicken, oder? Ja, Chili Chicken. Dieses cheesy überladen ist schon wieder. Das ist crazy.
Dazu kann man nicht viel sagen. Ich finde sehr Standard. Die Käsesoße ist in Ordnung. Aber es ist Standard, da brauchen wir noch gar nicht weiter drüber reden. Weil das Patty auch ähnlich ist. Ja, das Patty ist einfach Classic TK. Das ist der Classic normale Cheeseburger. Tomate finde ich gefährlich auf Burgern, weil mir das zu viel Wasser runterbringt. Das merkt man sofort, die Tomate ist einfach zu wässrig. Das hat auch das Fleisch direkt kalt gemacht unten. Gibt es überhaupt noch einen Laden, der auf Cheeseburger Tomate raufmacht? Kennst du einen? Viele machen das, auch die Klassik-Variante viele. Echt? Salat und Tomate und so, ja. Ich kenne kaum noch einen Laden, der auf Cheeseburger Tomate raufmacht. Also es ist mir zu classy und auch zu wässrig unten. Es ist doch eiskalt einfach. Das ist auch meiner Meinung. Nummer 1 Smashburger, danach der Mexican. Dann Mexican? Der bei mir ist es dann der normale Cheese, weil ich halt den Gorgonzola nicht so nicht so feier. Beziehungsweise mir der zu intensiv ist. Haben wir noch den Hotdog. Den fand ich auch stabil. Mit den gebratenen Zwiebeln. Gebratenen Zwiebeln, das ist ein bisschen außergewöhnlich, ne? Machen die das grundlegend hier oder hast du das bestellt auf Wunsch? Polisch, also der polnische. Der Classic ist ja mit Restzwiebeln. Okay. Das ist eine sehr gute Sauce hier auf jeden Fall, ist gut gewählt. Bann ist auch gut gewählt. Vielleicht ein bisschen luftiger wäre gut gewesen. Der ist noch so. Wie soll ich es erklären? Es kommt halt. Das ist halt nicht luftig genug. Der Geschmack mit den geschmorten Zwiebeln, kenn ich das erste Mal, dass ich sowas schmecke auch. Also es ist ultra lecker. Wenn ich mir privat Hotdogs mache, mache ich auch mit gebratenen Zwiebeln. Das ist wirklich sehr geil. Was mich nur wundert, ist gar keine Gewürzgurken drauf, ne? Ist die rauchig? Sehr rauchig, ich liebe das. Ein sehr intensiver Barbecue-Geschmack auf jeden Fall. Obwohl das TK ist, ist zwar auch schon eiskalt. Da könnte man echt denken, das ist selbst gemacht. Also die sind auf jeden Fall sehr besonders. Ich habe die noch nie so gegessen. Kennst du nie den Grün mit den grünen Jalapenos? Doch, die kenn ich ja ganz normale. Ich kenne die auch mit den grünen. Das mit aber den grünen mit Paprika. Gefällt mir besser. Crazy. Ich würde den Laden öfter sogar besuchen, wenn ich hier in der Gegend wohnen würde. Aber das ist mir persönlich zu weit weg, dir wahrscheinlich auch. Also das ist wirklich Rand Berlin. Aber ansonsten kann man schmeckern. Wir haben jetzt hier ein Massaker veranstaltet, aber ich muss ehrlich zugeben, der Smashburger, der schwimmt direkt mit meinen Favorites oben mit. Check den ab hier, Goldsburger, ist halt in Lichtenrade. Aber wenn die so weitermachen mit der Qualität, dann werden die auch bestimmt auch irgendwo zentraler mal einen aufmachen. Hat mich jetzt sehr wirklich überrascht, sehr überrascht. Ja, kommt her, check den Laden ab. Fabi isst jetzt noch in Ruhe alles auf. Ansonsten ganz wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Peace!